Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Wir sind immer noch auf dem Schiff. Ich habe euch im letzten Part die Attacken vorgelesen, die unser Team später haben wird. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal die Treppe hier hoch. Das ist okay, das ist das die Kajüte, die Kabine des Captains. Hallo. Es geht mir nicht gut. Lucia massiert dem Captain den Rücken. Rubbel, schrubb. Ich danke dir, es ist schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Ach, genau, nimm einfach das hier. Damit bringst du dein Pokémon den Umgang mit Zerschneider ganz leicht bei. VM1, das ist schön. Wenn du den Zerschneider einsetzt, kannst du kleine Bäume fällen. Probier es doch bei den Bäumen um Orania City aus. Mache ich. Dankeschön. Alles klar, ich weiß gar nicht, kann eigentlich wer von uns Zerschneider lernen? Ich bin mir da gerade echt nicht so sicher. Zerschneider. Nidoking könnte Zerschneider, aber das wäre dumm. Kriegt schon Stärke später. Ich denke, wir machen das so. Wir haben ja einen Habitak und es gibt später Ibitaks. Das heißt, ich kann Ibitak fangen oder später halt nochmal einen Habitak fangen, keine Ahnung. Und das dann entwickeln, aber das bringt uns eigentlich nichts, weil wir werden es eh nicht benutzen im Team, sag ich mal, oder im Team haben halt. Das heißt, wir nehmen das Habitak und tauschen es gegen ein Porenta in Orania City. Das hatten wir ja vor 2 Parts oder 3 Parts schon angeboten bekommen von einem kleinen Mädchen, dass es halt ein Habitak haben möchte und gerne ein Porenta, uns ein Porenta gibt dafür. Und ich denke, das machen wir auch. Denn Porenta kann auf jeden Fall Zerschneider lernen. Ist ein gutes Pokémon, haben wir den Pokédex-Eintrag nochmal, haben wir es im Pokédex eingetragen, so. Und ich denke, das ist ganz gut. Komm jederzeit wieder vorbei, mach ich. So, ein Pokémon nehmen. Wir nehmen Habitak mit. Das ist Level 6, das ist süß. Könnte natürlich auch Paras einfach zur Schneider beibringen, aber ich meine, dann haben wir halt den Pokédex-Eintrag noch dazu. Ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht. Hallo. Ja, wir haben einen. Habitak. Habitak wird Elisa zugesandt. Tschüss, Habitak. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit auf meinem PC. Und so habt ihr jetzt auch schon mal die Tauschanimation gesehen, sag ich mal. Kümmer dich gut um Polente. Okay, Polente. Vielen Dank, mein Ding. So habt ihr die Tauschanimation gesehen. Oder wie das Tauschsystem hier abläuft. Sag ich mal. Polente. Polente. Polente erlernt Zerschneider. Sehr cool. So, das, ich glaube, ein Grund, warum ich nie irgendwie ein Pokémon in mein Team mit aufnehmen würde, was ich durch Tausch erhalten habe in dem Spiel, ist, dass es halt einfach einen Spitznamen hat. In Gold und Silber und Kristall gibt es ja einen, der will einen Knuffenser und tauscht einen Onix. Und das Onix heißt halt einfach Aaron. Hey, warte, du Champion in Spee. Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den blitzschnellen Arenaleiter. Er ist ein Experte für Elektro-Pokémon. Flug- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Er nutzt auch gerne Paralyse. Bob ist sehr vorsichtig. Du musst ein Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Alles klar. Hallo. Das hier ist kein Spielplatz. Doch. Ein sehr geladener Spielplatz. Ja. Der war gut, ne? Der war fantastiköse, ey. Nein! Oh, ich wollte... Wow! 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 Okay, den Damage habe ich von Hornattacke echt nicht erwartet. Aber... geil. Das war echt... Ui! Das ist mehr... Wow! Ich bin gerade ein bisschen baff, muss ich sagen.
Das ist schon geil. Gut. Diese Paralyse schon wieder, ne? Das ist ja echt nicht cool. Vielleicht sollte ich mir ein paar Para-Heiler kaufen gehen. Ich glaube, wir haben keinen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, vor dem Arena-Kampf, also vor dem Arena-Leiter, werde ich ja eh nochmal ins Pokémon-Center gehen. Nein, was? Oh Gott, ich mach jetzt Hornattacke. Das ist mir zu doof. Da ist die... da ist mir die Gefahr zu groß, dass die Paralyse einsetzt, nachdem sich Nidoking schon verbuddelt hat. Das wäre echt nicht geil. Nidoking erhält schön viele Erfahrungspunkte. Wow, du hast mich überrascht. Kannst mal sehen. Major Bob hat die Türen abgesichert. Ein Typ. Der zweite Schalter befindet sich direkt neben dem ersten. Okay, danke. Oh, der dreht sich. Wusste ich gar nicht. Ich bin ein Fliegengewicht, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich Profi. okay. Ein Voltoball. Rilly. Rilly? Er den Voltoball? Oh, Ultraschall, 20 Damage. Standardmäßig. Und er setzt einfach Tackle ein, weißt du? Anstatt nochmal Ultraschall zu machen. Nein, Tackle. Ich muss gleich niesen, glaube ich. Oh Gott. Okay, doch nicht. Magnesilo. Ja, gegen Magnesilo kommt ein Doppelkick, ne? Kann bei Doppelkick eigentlich der zweite Kick durch Paralyse aufgehalten werden? Geht das? Ich glaube ja nicht, oder? Weil das ist ja eine Attacke und nicht zwei, so gesehen. Also es sind zwei Instanzen, aber eine Attacke an sich. Oder? Ich weiß es nicht. Ein Kurzschluss. Okay. Okay, ich rede. Major Bob hat hier irgendwo auf Schalter. Wow. Das hätte ich nicht gedacht. Das überrascht mich. Fast. Ein bisschen. Eigentlich nicht. Aber gut. Hallo. Major Bob war mein Ausbilder. Okay. Er ist ein Gentleman. Der gibt viel Geld. Pikachu. Joa. Komm, wir versuchen nochmal einen Schaufler rauszuklatschen. Vielleicht funktioniert's ja. Doppelteam. Oh, Doppelteam, ne? Das ist halt auch eine gute Attacke, genauso wie Komprimator oder so. Das sind halt echt nice Attacken, weil sie den Fluchtwert halt echt steigern und das halt so gesehen unsere Genauigkeit senkt. Das ist halt doch schon ganz gut eigentlich. Sowas zum Beispiel, das sind gute Attacken. Silberblick, Heuler oder so, habe ich im letzten Part schon erwähnt. Finde ich nicht so geil. Okay, wir machen eine Hornattacke, weil das Pikachu nicht aufhört, Doppelteam zu machen. Alles klar. Es kann nicht wahr sein. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat er nur Elektroattacken und Doppelteam. Das könnte sein, aber scheint nicht so. Er hat auch ruckzuck ihn. Paralysiert. Ey, das kann... Oh, das gibt's nicht. Trifft bitte gleich. Slam hat er auch, okay. Das kann nicht wahr sein. Ich wollte die Paralyse nicht heilen, weil ich bin ja eh der Meinung, dass wir keinen Para-Heiler haben. Aber dafür extra... Wow. Okay. Dafür extra nochmal vorher vor dem Arena-Leiter zur... Dings gehen? Nee. Stopp, du bist zu gut. Ich weiß. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel Geld er uns gegeben hat. Die Barriere verschwindet nicht. Major Bob ist immer vorsichtig. Okay. Wir wissen, der zweite Schalter ist direkt neben dem ersten. Das bleibt auch so. Nur wo der ist, glaube ich, ändert sich, oder? Ich glaube, es gibt 3 oder 4 Orte oder so, wo der erste Schalter versteckt sein kann. Und danach halt der zweite. Ich weiß nicht, kann er wirklich in jedem Mülleimer auftauchen? Und das ist halt nur Zufall, wo er auftaucht? Ich weiß es nicht. So, das ist halt das Ding. Aber wenn der erste Schalter zum Beispiel an der Wand ist oder an der äußeren Reihe der Mülleimer, dann ist es sehr leicht so herauszufinden, wo der zweite ist. Heißt neben eigentlich auch oben oder unten? Weil das ist ja eigentlich auch daneben, ne? Ich weiß es nicht. Hallo, hier ist nichts. Hallo, hier ist nichts. Hallo, hier ist nichts. Okay. Dann hier. Auch nicht. Auch nicht. Nein. 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 Oh, hier ist ein Hebel versteckt. Hier? Oh.
Kann halt auch da sein, der zweite Schalter kann halt da sein, wo wir vorher schon geguckt haben. Aber... ja, da ist nichts, genau. Hier ist ein Hebel versteckt. Okay, wir gucken nach hier. Sehr schön. Hallo Major Bob. Hey, Gilly, was hast du hier verloren? Im Kampf hast du keine große Chance. Ja, so viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meinen Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht nun dir bevor. Oh Mann. Ja, das Gute ist... das Gute ist, dass... unser liebes... liebes Nidoking... eine, ja, Stärke besitzt. Und zwar, dass es Elektroattacken komplett wegsteckt. Haben keine Wirkung. Das heißt, du bist ein bisschen am Arsch. Solange du keine Nicht-Elektro-Tocken hast. Tocken. Und ich glaube, Nidoking dürfte wirklich Level 25 kommen. Ich schätze schon. Auf jeden Fall. Jetzt kommt noch ein Pikachu, okay. Und das letzte Pokémon dürfte, glaube ich, ein Raichu sein, wenn ich mich recht entsinne, ne? Also von daher dürfte das alles easy sein. Oh, wehe. Wehe, Schaufler geht daneben. Bitte, bitte. Komm, komm. Oh, okay. Ja, dürfte easy sein und Reiz dürfte sehr viele Erfahrungspunkte geben. Dürfte, doch ein Level-Up sollte drin sein, schätze ich. Wir bleiben bei, bei Nidoking natürlich. Level 24 gegen Level 24. Aber Elektro gegen Boden. Wir haben den Vorteil. Oh, ich hasse Doppelteam manchmal, ne? Wenn das jetzt... wir. Bitte, Nidoking, enttäusch mich nicht. Komm, komm. Yes. Alter, sogar One-Shot. Wow. Wow, nur 627 Erfahrungspunkte? Du weißt, wie man kämpft, Kenny. Als Auszeichnung verleihe ich dir den Donnerorden. Ich hätte nicht erwartet, dass das nicht ausreicht für ein Level-Up. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nur jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderes Kind. Nimm das hier. Dem 34. Hm. Schockwelle. Elektro-Pokémon können diese Attacke lernen. Kann die auch noch wer anders? Ich weiß es nicht genau. Das wäre natürlich ziemlich cool. Hallo Schockwelle. Nidoking kann Schockwelle. Das wäre cool. Aquawelle kann es ja auch, ne? Kugelsaat, wie sieht's da eigentlich aus? Kann keiner, okay. Durchbruch könnte halt Nidoking definitiv können. Und Shillock kann es halt auch schon. Eigentlich könnte man Shillock beibringen, ne? Das wäre echt eine geile Attacke. Felsgrab, Nidoking, natürlich. Nidoking, was ist mit dir? Du kannst alles. Du kannst einfach alles. Eigentlich könnte man Shillock Durchbruch beibringen, weil kein anderer könnte es. Und Shillock hat ja noch zwei Attackenslots frei, sag ich mal, die ich noch nicht vergeben habe an ihn. Hab ich nicht Ja? Ich hab doch Ja gedrückt. Lull. Okay, dann nicht. So, ich weiß jetzt noch... oh. Hallo. Oh, hallo, Lucia, wie geht es dir? Ich bin, einer von Professor Eichs Assistenten. Hast du bereits einen anderen Assistenten getroffen? Er hat ein Paket von Professor Eich für dich, Lucia. Er sagte, er sucht dich bei Route 2. Wenn du bei Route 2 bist, halte nach ihm Ausschau. Wo ist denn bitte Route 2? Nee. Beutel? Karte? Ist das die Route? Ne, das ist Route 1. Ja, wir könnten mit Dick das Höhle zu Route 2, aber... nee, will ich nicht. Kann man später alles machen. Ich würde sagen, wir folgen der Story? Ja, doch. Und gehen halt einfach den normalen Weg. Das heißt, zurück zu Azuria City. Und nach rechts lang, denn dort konnten wir ja vorher nicht durch. Aber jetzt können wir es. Denn jetzt haben wir Zerschneider. Was ziemlich, ziemlich cool ist. So, wir können immer noch nicht nach Prismania, nicht Prismania, Saffronia City. Deswegen müssen wir weiter diesen Weg hier nehmen. Voll daneben gelaufen, ey. So. Gibt's noch irgendwas anderes zu tun? Nee, eigentlich nicht. Mir fällt zumindest gerade nichts ein. Das heißt, einfach weiter. Und hier unten dürfte es auch etwas Interessantes geben, Leute.
Und zwar, ja, erstmal kämpfen. Du trägst Pokémon bei dir, lass uns kämpfen. Okay. Sieht so aus, als würdest du uns das Level-Up für Nidoking geben. Mit 4 Pokémon auf jeden Fall. Nidoking. Mit Nidoking auf Level 25 trainiert wird. Ja, netter Damage. Stachel. Oh, warum? Ich habe keinen Paraheiler gekauft. Aber warum? Musste das jetzt sein, Mirabla? Musste das sein? Naja. Volltreffer. Bei so wenig KP, ne? Musst du natürlich noch einen Volltreffer machen, Nidoking. Natürlich. So. Nidoking Level 25. Jetzt kommt Tauboga. Weil Tauboga ist auch sehr stark gegen die Pflanzen-Pokémon von dieser Trainerin. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass sie noch mehr Pflanzen-Pokémon hat. Oder vielleicht so, ja, Hornli oder so vielleicht, weiß nicht. Irgendwann wird sie noch haben. Mira, noch ein Mirabla, okay. Dann schätze ich mal, dass sie auch noch einen Knofensa haben wird, oder? Könnte ich... Aua, voll gegen das Mikrofon gekommen. Könnte ich mir vorstellen. Als ob... Oh, als ob! Was? Warum? Warum... Ach, nee. Verstehe nicht. Warum das Mirabla von Tauboga nicht gewonshottet wird. Wir sind 5 Level über dem Mirabla. Und ich meine, Windstoß ist jetzt auch nicht so schwach. Es one-shottet das Knofensa ja auch. Warum macht es das denn nicht bei Mirabla? Mann! Das finde ich nicht okay. Guckt! So eine krasse Verteidigung oder Spezialverteidigung kann Knofensa doch gar Mirabla doch gar nicht haben, oder? Naja, du hast gewonnen, ich weiß. Shit. Endlich kommt jemand, mir war richtig langweilig. Dann solltest du dich vielleicht mal bewegen. So. Würde ich sagen. Du bist ein Wanderer. Ach, hallo, okay. Ich wollte eigentlich gerade noch Pokémon wechseln und einfach nur da hinten runterspringen. Aber. Ja, das hat sich erledigt. Oder war. Nee, warte mal. Nidoking. War Nidoking über Boden? Ich hatte das doch mal nachgeguckt, oder? Moment. Ja, okay, Giftboden. Gut. Hatte gerade schon Angst. Onix. Ein Fall für Shillock. Go, Shillock. Level 20 ist okay. Ist okay, ja. Würde ich sagen. Onix besiegt, sehr nice. Schade. Wow, das war schon alles. War das schon alles? Oh, ich habe keine einsetzbaren Pokémon übrig. Und dann fragst du mich, ob das schon alles war. Dein Ernst? Tauboga kommt mal an erste Stelle, bitte. Haben wir einen Paraheiler? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Nein, natürlich nicht. Aber hier ist Dairoas, Leute. Eine sehr, sehr schöne Attacke, die auch instant jetzt unserem lieben Tauboga bei... Smetbukana Eroas? Das nett. Das wäre natürlich auch... Oh. Das wäre natürlich auch geil, ne? Ich glaube, Sandwirbel lassen wir mal noch. Vorsichtshalber. Kann man ja immer gebrauchen eigentlich. Tackle braucht man nicht. Wir haben Ruckzucki. Reicht. Sehr schön. So, ich würde ganz gerne eigentlich ins Pokémon Center können. Das heißt, wir müssen hier oben noch einen Trainer besiegen. Das schafft Tauboga. Hey, wer bist du? Deine Pokémon sehen fit aus. Ja, sind sie auch. Ich würde gerne ins Pokémon Center gehen, bevor der Part beendet ist. Und am besten auch... Oder halt während dem Part jetzt und dem Part morgen. Aber scheint mir nicht gegönnt zu sein. Oh, ich wollte gerade sagen, ne? Schnüffler. Das sah weird aus. Ach komm.
Als ob er Silberblick, Schnüffler und Brüller hat. Und am Ende wahrscheinlich einfach nur so ein Tackle oder so. Nee, komm. Oh. Greif doch nochmal an, Vokado. Das ist doch bestimmt eine Attacke. Stimmt. Autoboga Level 24. Sehr schön. Der Bart könnte wieder ein bisschen Überlänge haben. Ein Glumanda, komm, Shilok. Shilok. Ja, das ist dein Job für dich. Mit deiner... Oh, dann ist Shilok Level 25. Das ist geil. Dann haben wir bald alle Level 25. Und dann würde ich sagen, werden erstmal alle auf Level 30 so trainiert. Ist, glaube ich, ein guter Plan. Natürlich alle so zwischendurch auch abwechselnd, aber immer eins, was halt am Anfang ist, bis Level 30. So. Ja, ne? Ist ein guter Plan, glaube ich. Ist, glaube ich, ein guter Plan. Level 25. Turbodreher. Nee, wir haben Mega-Hieb. Das reicht, würde ich sagen. Wir hätten Blubber vielleicht vergessen lassen können, aber egal. Schnell und präzise besiegt. Tja. Werd später mal Pokémon-Meister. Was erwartest du? Wir müssen den auch noch besiegen, Leute. Ich stehe jeden Tag früh auf, um meine Pokémon in ihren Kokons zu pflegen. Okay, das heißt, du hast eigentlich keine kampffähigen Pokémon? Ja, oder ein Bibo. Alles klar. Ja, komm. Hat der Part ein paar bisschen Überlänge? Ist ja, glaube ich, nicht so schlimm. Stört euch wahrscheinlich eher weniger, ne? Alter. Als ob du 5-mal getroffen hast. Kleine Ente. Finde ich nicht okay, Bibo. Finde ich nicht okay. Das ist echt gemein. Oh, Bibo ist eins meiner Hass-Pokémon, ne? Gerade durch Mystery Dungeon, ey. Da hat mich Bibo mit seinem Furienschlag so aufgeregt. Das war einfach nur zum Kotzen. Einfach nur zum Kotzen. Hat auch so viel Damage gemacht. Das war halt echt anstrengend. Echt anstrengend. Aber es gibt gute Erfahrungspunkte. 646 kann man moken. Tomoga Level 25. Sehr schön. Wir haben alle Level 25, Leute. Was? Das war die reinste Zeitverschwendung. Ja. Das stimme ich dir zu. Okay. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns hier im nächsten Part wieder. Ich gehe noch im nächsten Part dann schnell oder zwischen den Parts schnell zum Pokémon Center. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!